Bitte reicht noch, bitte reicht noch. Ja, danke. Uff. Aha. Ich glaube, ich muss von der anderen Seite hochspringen. Gottes. Sie sind im Kampf dem Tod. Sind Sie im Kampf dem Tode nahe? Wird Ihre Gesundheit einmal sofort wiederhergestellt? Wird zwischen Kämpfen erneuert? Okay. Das ist cool. Ich bin froh, dass ich in dieses Grab gegangen bin. Habe ich eigentlich hier drin alles? Nee, hier ist noch was, oder? Ist das ein Dokument? Ja, ein Dokument bei dem Basislager wahrscheinlich. Wenn wir jetzt hier in den Basislager rauskommen, können wir das Dokument so klein mit absahen. Lara, bitte. Oh. Falsche Taste. Lässt du dich bitte fallen? Lass dich doch mal fallen. Ich gucke jetzt in den Einstellungen, wie das ging. Gameplay? Nee, ich werde hier draußen auch nicht schlau. Lara will einfach nicht von diesem Seil ablassen. Wäre sie fest mit diesem dämlichen, verhurten Seil verbunden. Jetzt mal ohne Witz, ich betreibe ja Bastion-Mashing von Feinsten und Lara lässt sich einfach nicht fallen. Optionen. Gameplay. Gameplay. Machen wir mal. Machen wir mal die Tutorial-Hinweise an. Ich komme hier nicht weg. Und das Spiel gibt mir auch keinen einzigen Hinweis. Was soll die Kacke? Jetzt? Das? Okay. Ich hätte zwar Lara fast umgebracht, aber es hat wenigstens funktioniert. Mann, Lara, Gott verschissen! Die Frau macht den aggressiv. Und die Kameraführung macht es gerade nicht besser. Hmm.
Das sah mir gerade mehr danach aus, als würde ich hier gerade sterben. Ich hoffe, ich muss so nicht lange klettern. Das dauert immer Stunden. Ach, Holz ist voll. Okay. Ich weiß zwar nicht genau, aber irgendwie ist mein Holzvorrat immer voll. Und ich lade ihn gefühlt nie irgendwie neu auf. Könnte ich jetzt hier bitte mal aus diesem Grab entschwinden? Ach dort, ich bin auch blind. Chenchenbaum und Chacha-Baum. Das sind zwei legendäre Bäume, die einander ergänzen. Während der Chichin-Baum eine Substanz absondert, die bei Berührung vergiftet, kann der Saft des Chaka-Baums dieses Gift neutralisieren, bevor es zu schweren Hautschädigungen führt. Das Faszinierende an diesen Bäumen ist, dass sie immer nah beieinander wachsen. Der Legende nach gab es einst zwei Kriegerprinzenbrüder, die bis zum Tod um die Liebe einer Frau kämpften und dabei starben. Eng umschlungen flehten sie die Götter um Vergebung an und sie wurde ihnen gewährt. Kinich, der Freundliche, wurde als heilender Chaka-Baum wiedergeboren, während Tisik, der Hasserfüllte, als giftiger Chichin-Baum zurückkehrte. Das ist eine interessante Legende. Hier habe ich eine Kuh. Oh. Ich habe jetzt zweimal auf Tab gedrückt, wobei ich eigentlich auf Q drücken wollte. Wunderschön. Hier ist noch so ein Entdecker-Rucksack. Das suche ich definitiv nicht alles. Das sind bloß Überlebensverstecke. Die Frage ist bloß, wie zum Teufel soll ich hier wieder rauskommen? Ach, Torte. Ich suche mal noch dieses Relikt und dann beende ich erstmal die aktuelle Aufnahme. Ne, da ist jetzt nicht so ein scheiß Tiger, oder? Ach lol. Okay. So, what the fuck, Lara? Was war denn das jetzt? Könntest du bitte aufhören, wie so eine Bekloppte mit diesem Messer durch die Kante zu rennen? Ist ja furchtbar. Kann ich das Huhn erstechen oder was das ist? Nö. Hält Lara nicht für nötig. Okay, so ein Huhn erstechen ist vielleicht so kompliziert.
Okay. Tagebuch des T. Serrano, Nummer 13. 18. Dezember 1604. Ich habe dieses Tagebuch viel zu lange vernachlässigt. Der Aufbau der Mission nimmt uns vollkommen in Beschlag. Jeden Tag treffen mehr Menschen ein. Einheimische Dorfbewohner, die konvertieren wollen, kriegsmüde Soldaten und andere, deren Glaube durch die lange gefährliche Reise durch den Dschungel auf die Probe gestellt wurde. Sie alle werden von Lopez' Botschaft der Reinheit durch harte Arbeit angelockt. Wir arbeiten von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang und anschließend verbringt Lopez oder Angel de la Cruz, wie er sich jetzt nennt, den Abend mit Predigten über den Zweck dieser Mission, den Auserwählten auf die Probe zu stellen. Er ist jetzt deutlich ruhiger und falls er noch immer glaubt, von etwas verfolgt zu werden, behält er es für sich. Morgen beginnen wir mit dem Bau der Bibliothek, in der die Schatulle sicher aufbewahrt werden wird, bis der Zeitpunkt gekommen ist, an dem der Auserwählte sie findet. Aha. Da ist er jetzt zu 100% in der Bibliothek. Ja, und hier machen wir dann weiter im nächsten Part von Shadow of the Tomb Raider. Bis dahin, ciao! What a waste for you to be put under the water. What a shame you can't hear me. I speak loud.